Hey Battlefield-Freunde, jetzt geht es aber Schlag auf Schlag. Erst vor kurzem die 5 verbleibenden Spezialisten und jetzt gibt es neues Gameplay zu 3 weiteren Maps aus Battlefield 2042. Und zwar haben wir als erstes die Map Renewal, im Endeffekt die in der Mitte gespaltene Map. Auf der einen Seite schöne Vegetation, wie man es hier auch im Rahmen des Gameplays sieht, und auf der anderen Seite dieses Brachland. Hier wird das Schild aufgestellt mit Irish, ne, und die Gegner werden beschossen mit der DM7. Sieht alles sehr farbenfroh aus, muss ich sagen. Erinnert ein bisschen an Orbital von dem Grün, aber natürlich noch mehr Möglichkeiten. Hier zum Beispiel das Bürogebäude, wo man von oben durch das Glas runter kann. Hier ist Kollege Espinosa mit dem Shield. Ein paar Headshots werden hier mit der PKP gemacht. Also die weitere bestätigte LMG. Kann man hier schön als Infanterie durch das Gebäude durch. Dann sind wir auf der Map Breakaway. Sehr schön hier mit dem Wingsuit rein. Das ist die Antarktis-Map und auch die größte Map zu Start von Battlefield 2042 und auch die größte Map im Battlefield-Franchise bisher. Man sieht hier, wie viel Gletscher es gibt. Hier ist zum Beispiel die Bohrinsel, die ist auch prädestiniert für Infanterie-Fights. Unten fährt ein Hovercraft vorbei. Das Ganze wahrscheinlich mit sehr viel Ziplines und Möglichkeiten, von oben nach unten zu traversen. Hier schon der Headshot. Dann Discharged in Indien. Man sieht hier drumherum das leicht, ja, Safari-Feeling, was wir haben. Aber hier auch Close Quarter, sowohl im Inneren des Schiffes als auch außerhalb auf diesen Baustellen mit der 12M Saiga Shotgun. Man hört auch im Hintergrund das LMG, finde ich von dem Heli jetzt ein bisschen besser als im Vergleich zu Beta. Hört sich auch ein bisschen realistischer an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier eben das große Containerschiff, in dem man ja auch fighten kann. Als Infanterieeinheit wirklich Close Quarter und in dem ja auch ein Tarn-U-Boot versteckt sein soll. Ich bin im Rahmen dieser 3 Maps auf jeden Fall gespannt, wie sie sich im Vergleich zu Orbital spielen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, Orbital war jetzt nicht so meine Lieblingsmap und ich glaube auch nicht, dass sie das im Battlefield-Universum in 2042 sein wird. Aber diese Maps hier sehen schon interessant aus. Gerade Renewal, wenn ich das sehe, dass man ins Gebäude rein kann, durch das Fenster, einfach ein bisschen über die Stockwerke, über die Treppen und so, ein bisschen auch Infanterie-Gameplay pushen kann, dann finde ich das sehr, sehr, sehr nice und nicht nur auf den offenen Flächen, wie es bei Orbital teilweise der Fall war, rumzulaufen. Breakaway, eine Schneemap. Schneemaps sind immer mit, ja, Vorsicht zu genießen, aber die sieht auf jeden Fall sehr nice aus und ich glaube, dass gerade Sundance hier mit dem Wingsuit ordentlich Action machen kann, weil man einfach von A nach B super rübergleiten kann, wenn man jetzt rein Infanterie unterwegs ist, aber gerade als Kampfhelikopter-Duo hier wahrscheinlich aus der Luft ordentlich was wegreißen kann und krasse Killstreaks hinlegen kann. Die Bohrinsel, auf die freue ich mich auf jeden Fall sehr stark für Close Quarter Gefechte, aber auch Discharted ist hier mit seinem, ja, Sonnenuntergang-Hauch, würde ich jetzt mal behaupten, sieht das schon sehr atmosphärisch aus und bietet, was man bisher sehen kann, einfach ein gutes Gleichgewicht zwischen eben diesem Fahrzeug- und Infanterie-Gameplay, weil du überall so ein paar kaputte Teile hast von Schiffen, Deckungsmöglichkeiten und natürlich diesen großen Frachter, der einfach das Augenmerk dieser Map ist, wo man sich einfach auch dort Infanterie-Fights liefern kann. Bisher sieht auf jeden Fall, zumindest was das Gameplay dieses Trailers angeht, sieht das sehr, 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 meines Erachtens, sehr, sehr, sehr gut aus und auf jeden Fall sehr spaßig und zum größten Teil auch ein Stück weit besser als das, was man davor eventuell gesehen hat oder eben auch nicht gesehen hat. Jetzt kommen sie hier und da immer wieder mit ein paar Sachen raus und ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch einen dieser Trailer zu oder bis zu Release noch sehen werden, denn das waren jetzt 3 Maps. Orbital kennen wir noch, das heißt, es fehlen noch 3 Maps, damit wir die 7 Maps zu Beginn von 2042 bekommen und da gehe ich davon aus, dass es da nochmal so einen Trailer geben wird, wie es ja auch zuletzt mit den Spezialisten der Fall war. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und wenn ihr nichts verpassen wollt, deswegen haut das Abo rein, Leute. Ist einfach nur ein Klick und euch kostet nichts. In diesem Sinne kann ich nur sagen, bei euer Ziel immer im Auge. Ich bin erstmal raus, euer Lost.